Na komm. So, irgendwann wird unser Tower natürlich auch fertig sein. Und der Tower wird, glaube ich, auch die Ausgangsposition sein für, dass wir, haben ja schließlich unsere Netherfestung hier auch schon gefunden. Und dass wir dann, erstmal werden wir demnächst nochmal einen Run auf die Netherfestung machen, ganz klare Sache. Und Quarz suchen oder sammeln gehen. Aber dass wir dann auch kurz vor dieser Netherfestung, die wir da gefunden haben, werden wir dann so eine Art Bahnstation hinzimmern. Also so nochmal so ein Häuschen. Und dann überdacht von irgendeiner Etage aus können wir ja dann irgendwo eine kleine Ausbuchtung machen. Weil, wie gesagt, wir wollen ja sowieso von den einzelnen Etagen aus auf, ja, dann halt die Ebenen hier raus. Dass wir dann da wirklich Bahngleise auch noch hinziehen. Dass man von den einzelnen Etagen aus auch noch so eine Art, ja, Bahnstation hat. Und dann überall im Nether, wo wir so bereist haben, hin kann direkt. Und wir nicht ewig laufen müssen, um zum Beispiel in Gebiete zu kommen, wo Quarz liegt. Oder zur Netherfestung, wo wir öfters dann mal hingehen werden. Weil wir ja schließlich auch die Wither-Köpfe haben wollen, um uns später gegen so einen riesen Wither, also diesen selbst erschafften Monster-Mob-Boss, zu betteln. Ja, hast du mal eine Mark? Voll betteln mit dem. Und ja, damit wir dann da nicht ewig laufen müssen und unterwegs noch irgendwie von den Ghasts angegriffen werden, weil wir werden in Zukunft natürlich auch die Monster wieder einschalten, in nicht allzu ferner Zukunft. Ich möchte nur gerade jetzt während dieses Baus hier, der halt sehr, sehr offen gelegen ist, nicht unbedingt die ganze Zeit abgeschossen werden. Ich denke, das wäre sehr unzuträglich für dieses Bauvorhaben. So, jetzt müssen wir uns einmal kurz fallen lassen. Autsch! Autschen! Der Maulwurfen. Autschen! Und deshalb schön genau die Etage mitgenommen. Das heißt, so wieder, hier so, und dann können wir hier auch direkt dicht machen. Wunderbar. Wunderbar. Wir ziehen auf jeden Fall jetzt... Ah, guck mal da. Jetzt können wir erstmal noch hier. Zap, 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 zap. Zap, zap. Und machen hier 1, 2 Fackeln dran. Umgekehrt natürlich, oder andernfalls, oder ebenso passt eher. Ebenso hier auch. Da ziehen wir auch diesen Turm nochmal ein Stück nach. Und machen da gleich dann auch Fackeln dran. Und zwar, sobald diese Säule, das ist ja schließlich eine Säule, dann dieses Niveau hier überschritten hat, weil wir hier ja dann die Glasblöcke reinballern würden. Also das heißt hier. So kommt also hier eine Fackel hin. Ja, prima. Und da noch eine Fackel hin. Ich baue hier auch schon mal wieder Treppen dran. Ja, wir sind schon ein ganz Stück hochgekommen, ne? So, dann mal schauen. Ach, da muss noch eine Lage Cobblestone hin, ne? Ja, da muss erst noch eine Lage Cobblestone dran. Komme ich von hier aus noch? Ah, da komme ich dran. Gut. Und den anderen Tower muss ich dann, glaube ich... Ja, gerade noch so geschafft. Den anderen Tower muss ich dann, glaube ich, von der anderen Seite befüllen. Also da von da drüben. Weil wir ansonsten da, glaube ich, zu kurze Arme für haben. Und man kennt es. Keine Arme, keine Kekse. So, dann haben wir das und dann haben wir hier nochmal Cobblestone nachlegen. Hier ist ja wieder die Fackel. Gut, prima. Zap, 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 zap. So, und in der Höhe dann jetzt also hier und da wieder Fackeln dran. Schön. Ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall, wenn man da jetzt allein schon so runter guckt, schon mal ein ganzes Stück hochgekommen. Also eigentlich brauchen wir ja hier in diesen Fenstern, in diesen Gucklöchern nicht unbedingt wirklich Glasscheiben drin, weil
ich nicht. Ich vermute es jetzt einfach mal, ja. Ich bin einfach mal so toll. Alter, da wären wir jetzt. Ich bin einfach mal so tollkühn und behaupte einfach, wir werden durch diese kleinen Löcher nicht von Garsts angegriffen. Naja, und Wyverns oder so greifen uns ja hier sowieso nicht an, weil wir halt nicht in einer Wyvern-Festung sind. So. Also können wir diese einen kleinen Gucklöcher eigentlich ohne Glas belassen und dafür dann in diesen einzelnen Ebenen hier unser Glas reinziehen. Ich glaube, mir gefällt die Idee eigentlich auch ziemlich gut. Je nachdem, was für ein anderes Texturenpaket wir später nehmen, sieht man ja auch diese Umrandungen gar nicht mehr. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei der Honey war. Ob die Clear Glass hatte oder nicht. Also da es dann komplett kein Rahmen drum ist und so und das einfach als ein Element war. Da müsste ich nochmal gucken. Oder halt im Mieser-Texturenpaket, was wir letztens ja auch noch drin hatten. Da auch nochmal nachschauen. Jetzt momentan sind wir ja groß in der Projektbau- und Planungsphase. So, zack, zack, zack. Boah, heftig, ey. Und ich bin mal... Boah, das ist richtig fett, Alter, wie hoch wir sind. Da können wir später richtig gut hin. Boah, das ist super geil, ey. Ah, warte, das war einer zu viel. Da bin ich zu frühzeitig hingesetzt, aber ist okay. So, dann ziehen wir hier die Türmlis auch nochmal nach. Ja. Ah. Na komm. So. So. Jetzt können wir uns gerade hier drauf fallen lassen, das ist okay. Und hier rüber springen, auch okay. Super geil. Das hier hingebaut. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie dieser Turm oder ob dieser Turm bei euch überhaupt ankommt. Was ihr davon haltet, einfach mal so einen fetten Aussichtspunkt innerhalb des Nethers zu haben, weil wir ja schließlich im Nether so eine ganze Menge an Ressourcen später holen werden müssen, allein um die Straßenbeleuchtung durchgehend weiterzuziehen. Oder auch um den Quarz zu holen für gewisse andere, sagen wir mal zum Beispiel diese Lichtschaltung, die es ja jetzt gibt, die ich auch bereits schon mal erwähnt habe. Ne? Aber um die zu machen, da brauchen wir ja Glas oder auch um, es gibt ja jetzt aus Nether kann man diese Quarzblöcke erstellen, die halt dann so eine Art Marmoreffekt haben. Und auch... Um diese zu bekommen, muss man eine ganze Menge an Ressourcen aufwenden. So, das müsste hier enden. Und dann ist, glaube ich, auch schon wieder die nächste Etage. Wir gucken gerade mal. Hier haben wir wieder Stufen. Und da ist wieder Stufe. Und da ist wieder Stufe. Und... Moment. 1, 2, 3, 4. Ja doch, das ist gut. Und da ist wieder Stufe. Doch, ist richtig. Ich wollte erst Stufak sagen, aber nein, Stufak ist natürlich falsch. Es ist Stufe, nicht Stufak. Was soll denn auch ein Stufak sein? So. Haben wir noch, da haben wir noch Cleanstone. Den können wir gut gebrauchen. Ach, da ist auch noch welcher und da auch noch. Prima. So, und das sind drei. Das ist Cobblestone, das ist auch Cobblestone. Können wir hier drauf packen. Das heißt, wir haben noch einmal Cobblestone und zweimal Cleanstone. Das ist schön. Wie weit kommen wir denn damit noch? Sicherlich hier diese Umrandung können wir auf jeden Fall noch ziehen. Ups. Voll die Hype-Musik gerade irgendwie. Total irgendwie technomäßig angehaucht. Ist natürlich auch wieder Donkey Kong. Ich bin mir noch nicht sicher, wie oder was
wir demnächst wirklich mal als so ein bisschen Abenteuer-Playlist nehmen sollen. Ich bin mir über die Musik natürlich für unser Let's Play hier auch Gedanken am machen. Boah, Alter. Bisschen zu weit zur Seite gesprungen, wa? Das ist mein Pipi schon in der Hose gewesen, fast, ey. So. Boah, hier runter fallen wir jetzt, glaube ich, auch schon echt unvorteilhaft. Ich bin echt total dafür, dass wir hier so Zwischenstufen machen. Call me maybe und sagt mir Bescheid, ey. Ups. So. Dab, dab, dab. Dab. Dab, dab, dabste. So, 1, 2, 3. Und 1, 2. Das heißt, Stufe. Nein, nicht so. So kann doch keiner da langlaufen. Stufe. Und Stufe. Und Stufe. Und noch eine Stufe. Und jetzt ratet mal, Stein. Und dann kommt Stufe. Und Stufe. So, das. Das heißt, hier ist die letzte Stufe. 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 Das, wenn man also ein neues Geschäft eröffnen möchte oder man möchte irgendwo etwas kaufen, dann muss man erst die Stufe-Auskunft holen. Stufe. Mann, du warst nie lustiger als an diesem Tag, Alter. Da, da, da. Ja, genau wie deine Mutter. Nee. Das war ja auch so ein Ding, ne? Das hier Daniel Aminati heißt er, ne? Von TAF. Ich glaube, das ist auch da. Das ist einer mittlerweile in Deutschland der meistgesehenen Videos, die es da so gibt. Wo der dann mitten in der Aufnahme wieder so ein Blödsinn gemacht hat. Der macht er ja öfters mal. Finde ich auch auf jeden Fall auch geil, dass so ein mehr oder minder seriöser, sag ich mal, Moderator sich da erlaubt, ab und zu so ein Spürges zu machen. Wo der da seine Kollegin so verarscht hat. Was war das noch? Herr Müller, mein aus Rhein, wer kann das sein? Und dann sagt er ja einfach, deine Mutter. Ja, jetzt nicht in dem Tonfall, aber... So, kein Cobblestone mehr. Drüben haben wir auch gezogen, haben wir auch. Das heißt, wir können uns rein theoretisch von hier erstmal verziehen. Also der Turm ist schon, ja, arg heftig, würde ich sagen. Von der Höhe jetzt allein schon her und von den Ressourcen, die wir hier verknallt haben. Stein. Ups, warte mal, ich habe aber noch vergessen, hier eben Fackeln anzubringen. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und jetzt bei dem Versuch, hier Fackeln anzubringen, werde ich jetzt erstmal eiskalt sterben und dann 50 Level verlieren und dann werde ich heulen gehen. Werde ich meine Mama anrufen, dann werde ich der sagen, ich bin gestorben und dann sagt die, was? Und dann sage ich, in Minecraft und dann sagt die, was? Okay, das war nicht so ein tiefer Fall, das war okay. Dim, 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 dim. Ach, hier kann ich jetzt gar nicht nachziehen. Aber es sieht auch, von unten nach oben sieht es auch ziemlich geil aus, oder? Und wenn man jetzt hier die Dinger nur nachziehen würde, so. Ja, das sieht schon. Ja, doch, das kann was. Was machen wir jetzt mit dem Crafted Stone? Davon haben wir ja schließlich jetzt mehr bei als von den anderen Sachen. Ich guck mal gerade, was wir drüben in der anderen Kiste noch haben. Vielleicht bauen wir uns einen kleinen Weg noch eben schnell rüber. So, damit man... Ja, damit das auch so einen gewissen Flair noch hat, einfach von hier darüber laufen. Damit wir da nicht über diesen heißen Netherboden immer laufen müssen. Sag mal, Gravel haben wir da. Ja, den Gravel. Gravel. Grünen tut hier nichts, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt Erde auf den Boden lege, grün wird der Boden nicht, ne? Es sei denn natürlich, ich nehme mir später eine Schaufel und mache da Silk Touch drauf und baue das dann ab und lege das hier irgendwo hin, dann müsste sich das verbreiten. Einen grünen Boden im Nether zu haben, wäre vielleicht auch eine lustige Angelegenheit. Aber ich glaube, fürs Erste
Wie sieht denn das kontrastmäßig aus? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch... Moment, machen wir mal eben so. Und legen den da hin. Rot und dieses... Doch, ich würde fast sagen, das geht klar, oder? Und den Sandstone hier hinschmeißen. Dum, dum, dum. So. Doch, ich glaube, das geht klar. Ist natürlich blöd, wenn er dann ein Dingens hinschießt, so ein Gas, dann der Sandstone ist halt dann direkt kaputt. Aber ich glaube, wenn wir da eine, auch da eine Umrandung oder so drum machen, so irgendwas, weiß ich nicht, bis hierhin zumindest und dann ab hier, genau, ich glaube, hier so ein Gang bis hierhin. Und von hier aus gesehen dann, Moment, ich mache mal eben noch mal ein paar Fackeln, damit wir den Weg auch beleuchtet kriegen. So, und wenn ich jetzt aber bedenke, wir laufen hier lang, dann machen wir einfach Folgendes. Wir machen den Boden hier, zumindest den Weg, der kommt komplett dann so. Also nicht komplett, aber schon ein ganzes Stück so. Machen wir so noch. So. So. So dele, meine Friends. Da sind wir wieder in der Special-Folge mit der Minecraft Super-LP-Folge, wo im Hintergrund jetzt Evil Genius Musik läuft. Oh, da bin ich auch sehr drauf gespannt, wie weit wir da in der nächsten Aufnahme bei Evil Genius noch kommen werden. Ich weiß, ich mache jetzt hier ein bisschen themenübergreifendes Minecraft-LP. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, oder? Wenn ich euch ein bisschen nebenbei noch von anderen Projekten oder generell von anderen Dingen erzähle, ich glaube, da seid ihr stressresistent, oder? Das ist, glaube ich, nicht allzu schlimm. Ja, ihr ertragt schließlich die ganze Zeit meine Stimme, da werdet ihr auch dann noch ertragen können, dass ich gleichzeitig auch noch über andere Projekte quatsche. Nee, weil beim Evil Genius LP, beim Speedrun, hat sich das ja in der letzten Aufnahme ziemlich gut entwickelt. Ich müsste, glaube ich, heute auch noch eine Aufnahme dafür starten, um in der nächsten Zeit wieder genug Folgen für euch zu haben. Das muss ich gleich mal nachprüfen, einfach, wenn wir hier durch sind. Und ja, ich glaube, so ist ganz okay. Dann weiß man genau, man muss hier langlaufen. Dann gehen wir jetzt den Weg dann aber so drei breit. Moment, nochmal. Hier noch so, so, so. Zap, zap, zap. Und dann jetzt hier rüber. Und dann kommt man hier raus. Hier ungefähr. Also viel habe ich gar nicht mehr bei. Nee, habe ich auch nicht, aber ist nicht schlimm. Machen wir so noch eben zum Andeuten fertig, das Ganze, dass das dann hier lang führen soll. Ja, das war total gut gesetzt, Archie. Da hast du, bist auch Meister im Blöcke setzen. Ich schwöre es dir, my friend, das lernst du auch noch. So, dann hier das Ganze rüber. So. Und dann kann man, ich würde fast sagen, hier kommt man raus aus so einem Torbogen, der halt direkt hier angeknüpft ist an die Decke hier oben so. Demnach haben wir das auch nochmal gerade so weg, damit der Unterboden schon mal gerade ist. So, man kommt also hier raus und kann dann diesen Weg ganz normal hier langlaufen. Finde ich cool. Läuft man dann auf dieses Gebäude. Boah, heftig, wie hoch der mittlerweile ist, der Tower.